Hurra, da sind wir wieder und haben den dicken, fiesen Typen hier platt gemacht. Da ist ein Spalt mit Tagebuch, da liegt ein Arm, den können wir uns ja auch noch mal näher anschauen. Hier liegt Holzkohle, das ist vielleicht ganz gut. Das ist der Ministrant. Er ist tot. Kann man den irgendwie noch Leichen schänden oder Mach so? dich nicht lächerlich. Nicht gut. Was liegt hier überhaupt? Schlüssel. Können wir diesen Schlüssel denn mitnehmen? Was tue ich denn da? Zerbrochene Teile auflesen. Ripley, Ordnung schaffen? Nicht. Können wir die Brille mitnehmen? Die lasse ich lieber da, sonst wird Shen Gu nicht so schnell gefunden. Ja, soll er denn so schnell gefunden werden? Ist mir auch irgendwie nicht sinnvoll so. Hier ist der Spalt mit Tagebuch. Da hatte er ja in der letzten Folge schon gesagt, dass er so nicht drankommt. Das Einzige, was wir noch im Inventar haben, ist dieser Schlegel. Den werden wir jetzt mit dem Spalt mit Tagebuch benutzen und gucken, ob das was hilft. Weil mehr haben wir nicht hier. Ja. Toll. Ein verlängerter Arm. Sehr schön. Und? Hast es jetzt? Ha? Ah, hier ist mein Tag. Was hat er denn jetzt gemacht? Ach, jetzt hat er das wieder zurückgelegt hier. Okay, nett von ihm. Gut, lass mal Tagebuch angucken. Oh, das sieht nicht gut aus. Da kann man kaum was lesen. Hätten wir jetzt einen Bleistift, könnten wir darüber malen, ne? Vielleicht finden wir ja noch einen Bleistift oder was Besseres. Zum Beispiel Holzkohle. Hehe. Dann nehmen wir uns die Holzkohle doch mal mit. Sie steht jetzt da. Also ich wäre ja nach so einem Kampf echt so ein bisschen erschossen und bräuchte erstmal was zu saufen. Aber die steht da ganz cool und lässig rum, während wir uns hier die Holzkohle schnappen. Gut. Dann benutzen wir Holzkohle mit Tagebuch. Und gucken mal, was passiert. Ja. Oh, du bist ein Genie. Ach, na ja, Aber also. Kwang ist uns voraus. Und wir kennen den Weg ins Grabmal noch immer nicht. Kopf hoch, Mai. Oh, wo sind wir denn jetzt? Mit dem Doppeldecker kommt er angeflogen oder was? Oh, wer ist das Zum Glück jetzt? war noch etwas Geld auf meinem Porsche-Express-Konto. Oh, gut. Aber der Mietwagenfahrer wollte wegen der Unruhen im Landesinnern nicht auf uns warten. Ah. Es gibt kein Zurück mehr. Shit. Jetzt stecken wir mitten in der chinesischen Pampa fest. Toll! Klasse, wir freuen uns. Und wir haben hier auch noch ein Es bisschen ist eine Kohle. japanische Serie. Ni hao, yi ge hai Robert Ripley xin shang. 佢對呢個最先皇帝嘅墳墓好有興趣研究。喂，啊，係咪就係佢喺度作嘢啊？啊？Also ich kann es nicht übersetzen, sorry. 嗰啲咪泥頭車上面黐住咁轉，成個地下都震曬咁樣離曬譜啊！唉，我啲米又冇日安寧啊！Was sagt er, Mai? Auf der anderen Seite des Li graben viele Männer. Er sagt, große Lastwagen fahren Tag und Nacht und erschüttern die Erde. Aha, das ist nicht gut, oder? Sie stören die Harmonie seiner Reissaat. Robert, kommen wir zu spät? Sie sind vielleicht zum Grab vorgedrungen, aber wenn Sie hineingekommen wären, hätten Sie meine Aufzeichnungen nicht gebraucht. Es wird schwierig, an Kwangs Leuten vorbeizukommen. Ja. Er sagt, unser Land hat Schmerzen. Von der Invasion und jetzt von den Grabräubern, wie er sie nennt. Ganz genau, das sind sie. Und wir müssen sie aufhalten. Ja, und wir sind auch keine Grabräuber. Ich würde gerne noch mal einen Blick ins Tagebuch werfen, bevor wir hier weiter. Ja, schiebe Mann 5 blau. Ach. Zieh Mann 1 rot. Genau. Na, da haben wir doch auch des Rätsels Lösung. Das ist wunderbar. Alles ist übersetzt. Und wir könnten jetzt locker das Grab öffnen.
Wir wissen nur nicht, wer Mann 5 blau ist und wer Mann 1 rot ist, aber das wird sich noch finden. Wir kommen der Lösung näher, ihr Lieben. Es fragt sich nur, was ist eigentlich mit Baron Seltsam? Lebt der nur noch oder nicht? Oder ist er doch noch tot oder nicht mehr? Das werden wir vielleicht noch herausfinden. Gut, wir können uns ja hier mal ein bisschen umschauen. Ein liebevoll gepflegter Gemüsegarten. Ja, sehr schön. Können wir uns da auch was zu essen kaufen? Mach dich nicht lächerlich. Nein, leider nicht. Reisfelder besehen wir uns auch mal. Die wenigen Reisfelder sind liebevoll gepflegt. Sehr schön. Das ist doch nett. Das Haus können wir uns angucken. Reingehen können wir hier wohl nicht. Dann schauen wir das Häuschen an. Ein kleines, aber stabiles Bauernhaus. Mhm. Interessante Information. Kannst du das irgendwie malen? Ich habe keinen neuen Bleistift gekauft. Ach so, ja, stimmt, Mist. Wir haben ja nichts mehr, aber vorher war auch kein Bleistift im Inventar. Warum hat er die Holzkohle nicht mitgenommen? Na egal, wir gucken mal weiter. Was ist das? Zerschlagenes Porzellan? Oh, wie furchtbar symbolisch. Schade darum. Aber warte mal. Aha. Das sind Terrakotta-Stücke, Mai. Skulpturen. Ja. Hier ist ein Stück von einer Hand. Woher stammen sie? Im Brief des alten Barons stand, reihenweise Terrakotta-Soldaten, die des ersten Kaisers Schätze bewachen. Aber ja. Was machen sie hier? Ja, frag doch den mal. Frag den, was sie da machen. Das ist doch mal interessant. Ja, auf jeden Fall hier. Mai, frag ihn nach den Tonscherben. Ja. Qing Wen Xin Shang. Hinter seinem Gemüsekeller. Aha, aus dem Gemüsekeller hier. Okay, und hier gibt es noch Tonkrüge. Die schauen wir jetzt auch noch schnell an. Ist hier ein Hühnerstall oder was ist das? Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nicht erfahren. Aus Erde, wohl von den Bauern selbst getöpferte Krüge. Okay. Na? Geh mal da hinten hin. Nee, da kommen wir leider nicht weiter. Gut, dann öffnen wir vielleicht doch mal, einfach ohne zu fragen, hier den Rübenkeller. Ja. Yeah. Und er sagt auch nichts dazu. Und steigen mal ein. Hoffentlich ist da nicht so duster. Interessant. Und riecht bestimmt auch gut. Kartoffeln. Ich denke, der war Reis an. Na, ist auch egal. Wo kommen die Kartoffeln? Ein Haufen Kartoffeln. Ja. Und mehr gibt's auch. Hier gibt's eine Urne. Diese Urne sieht aus wie eine Ketchupflasche. Heiz-Ketchup oder Tomi oder Knorr. Nee, Knorr. Der Bauer lagert seine Produkte hier unten in der Kühle des Kellers. Ja. Hier ist eine Mauer. Lass uns mal die Mauer anschauen. Wenn wir schon können. Ein Sack Reis. Offenbar aus eigenem Anbau. Du solltest aber die Mauer anschauen. Hier hat der Bauer also die Terrakotta-Stücke gefunden. Genau, und da steht eine steckt noch in der Wand. Da, genau. Da kommen wir noch nicht dran. Das heißt, wir müssen jetzt in China einen Sack Reis umwerfen. Yeah, endlich passiert es mal in Wirklichkeit. Toll. Großer Gott. Eine Hand aus Terrakotta. Ja. Ob sie Teil einer Statue war, die beim Bau des Grabes weggeworfen wurde? Obwohl, nein. 4 Meter unter der Erde? Das sind doch nicht 4 Meter unter. Naja, okay, die Hand ist doch mal Meter weiter unten. Das kann schon hinkommen. Können wir diese Hand denn mal da raussehen? Das wäre doch schick. Es nützt nichts. Ich brauche etwas zum Graben. Ich habe bei dem Bauern da oben eine Schaufel gesehen. Geh du da hoch. Danke. Und vielleicht können wir die ja hier, da steht doch irgendwas rum. Spaten. Können wir den einfach vielleicht nehmen. Ich kann seine Schaufel nicht einfach nehmen. Damit kratzt der Bauer seinen kargen Lebensunterhalt zusammen. Okay, dann müssen wir mit ihm reden. Aha. Frag ihn nach der Hand in der Wand da unten. Xin-sang. Warum hast du eine Hand in dieser Wandsackbank? Oh,
唉，我都费事执啊！嗰埲咁嘅墙系危危乎跌落嚟砸死我，咁点啊？Er sagte, er hatte Angst, die Hand zu berühren, weil die Wand hätte einbrechen können. Wirklich? Ob seine Angst wohl gerechtfertigt ist? Bestimmt. Können wir den denn Ich wünschte, ich hätte irgendwas, was ich ihn fragen könnte. Ich wünschte, ich hätte irgendwas, was ich ihn fragen könnte. Und wenn wir mit ihr reden? Was könnte man nur als nächstes tun? Ja, die Schaufel. Gib jetzt nicht auf. Ich will die Schaufel haben. Ich kann seine Schaufel nicht einfach nehmen. Damit kratzt der Bauer seinen kargen Lebensunterhalt zusammen. Und wenn ich ihm Geld gebe? Am Ende fällt ihm ein, dass er im Gegenzug ein seltenes tibetanisches Kraut möchte. Dafür habe ich keine Zeit. Mai, sag dem Knaben, dass ich seine Schaufel kaufen möchte. Ah doch, okay. Dann kann er sich eine neue besorgen. Er sagt, es sei eine sehr gute Schaufel. Ihr guter Mann, damit können Sie einen neuen Hof kaufen. Einen neuen Hof gleich? Na, das ist doch besser als eine neue Schaufel. Schon wieder so eine Kinderschippe hier. So, dann lass uns mal unten buddeln gehen. Yeah! Mal wieder ein bisschen buddeln ist, das macht doch Spaß. Komm, stell dich erstmal hier hin. Und dann kannst du hier in der Mauer buddeln. Wenn das überhaupt geht. Offenbar geht's. Na, sehr schön. Und jetzt? Können wir jetzt die Hand da raus tun, oder was? Ja! Nein, rein, nicht raus, rein. Und da haben wir doch tatsächlich ein Loch fabriziert. Ist ja toll. Da drinnen ist es stockdunkel. Oh nein. Na gut. Na, dann lass uns wieder hochgehen. Und wisst ihr was, wie es weitergeht? Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Weil, wenn ich mich recht entsinne, kommt hier eine längere Sequenz und dann ist wieder mehr über die Zeit, als ich eigentlich möchte. Also, bleibt auf jeden Fall dran, wenn wir hier dem Bauer sein Haus in die Luft sprengen oder was auch immer wir tun mögen. Seid live dabei, wenn es passiert. Bis dann, bleibt dran, eure Marlene55FM.